Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und genauso wie dieser Clip hier das Video gestartet hat, genauso wird es weitergehen. Heute wird mal wieder gottlos, vertraut mir. Und mit gottlos meine ich wirklich gottlos. Ich meine, guck doch schon mal den ersten an. Yo, na, wie down bad muss man sein, dass man wirklich an einem Dönerspieß knabbert und sich so einfach das Dönerfleisch klaut. Ey, Bro, guck mal, ich verstehe so ein bisschen. Ja, ey, die Dönerpreise sind so hoch, man muss halben Kredit aufnehmen, um sich einen Döner leisten zu können. Aber das ist noch lange kein Grund, dem Bruder sein Fleisch wegzuknabbern. Ey, das geht wirklich gar nicht, Mann. Das ist wirklich ein bisschen zu raus. Das ist eine Stufe zu krass. Geh irgendwo beim Bäcker klauen oder keine Ahnung, aber doch nicht beim Döner, Mann. Normaler Mittag am Leipziger Hauptbahnhof. Oh nein, mich erwartet schon Schlimmes. Meine. Nein, okay, ich muss den holen. Nee, du hast mir gar nicht. Yo, what the f***? Wozu? Wieso? Wieso war das jetzt nötig? Warum hat sie das getan? Warum hat sie einfach diesen kompletten Einkaufswagen voll mit Müll gegen die Wand geschleudert? Ach, diese Obdachlosen an Hauptbahnhöfen sind wirklich immer unberechenbar. Man weiß niemals, was ihr nächster Move ist. Gerade eben lächeln sie dir noch ins Gesicht und in der nächsten Sekunde wollen sie dir eine Spritze mit Heroin in den Arm rammen. Okay, schaut mal bitte, wie ehrenlos dieses Kind ist. Hey, my baby. Nein, 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 nein. Das Kind hat einfach den Anruf von seinem Vater weggedrückt, als wäre es eine Werbung gewesen. Hey, my baby. Ja, direkt weggedrückt, direkt auf das X. Ich habe gerade keine Zeit, Mann, geh weg. Der arme Vater, ne? Hätte ich sowas damals bei meinem Vater gemacht, wenn er mich angerufen hätte, ich wäre tot danach. Oder obdachlos. Eins von beiden auf jeden Fall. Und apropos obdachlos. Leider gibt es heutzutage Jungs da draußen, die kein cooles Gamingzimmer haben. Aber naja, so eine coole Hütte mit den Jungs tut's doch auch, oder? Steht dieses Ding wirklich unter Wasser? Die interessiert ja mal gar nichts. Die sind ja komplett süchtig nach ihren Spielen. Die zocken einfach, während der komplette Raum unter Wasser steht. Yo, das ist die abgefuckteste LAN-Party, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das sieht gar nicht cool aus. Das sieht gar nicht nach Spaß aus. Ich hätte doch Angst, dass es jede Sekunde hier einen Kurzschluss gibt und 1000 Volt durch meinen Körper gejagt werden. Die Jungs haben wirklich Angst vor gar nichts, ne? Da steht Zocken wirklich noch an erster Priorität. Ich wette, die tragen auch solche T-Shirts. Eat, sleep, game, repeat. Hey, hey, hey. Dinge, die mich bewegen. Oh Gott. Gamer machen keine Pausen. Hell yeah. So sieht's aus. My dog thinks he's a CEO. Look at this distinguished gentleman. Look at the way he is sitting. Yes, very distinguished. Ey, yo! Lil Bro denkt, er ist der CEO. Lil Bro denkt, er ist der Businessman, der Geschäftsmann. Er tut so, als wäre er gerade in einem wichtigen Meeting. Yeah, yeah, yeah. Sehr professionell. Ich würde gar nicht klarkommen, wenn das mein Banker wäre. Obwohl, über was reden wir hier gerade? Das ist einfach nur ein Hund, der irgendwie so da sitzt. Was für Banker? Der Bruder hat ein Gehirn, was so groß wie eine Pflaume ist. Was will der meine Finanzen machen? Obwohl, wäre besser, wenn er meine Finanzen macht. Dann wäre ich jetzt vielleicht nicht broke. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Du hast damit einfach das komplette Flugzeug auseinandergenommen. Naja, zumindest die Person, die neben dir oder hinter dir saß. Weil das sah so aus, als hättest du sie damit getroffen. Warum hat die Flasche das getan? Was war der Grund dafür? Wie ekelhaft. Okay, ich weiß ja nicht, wer von euch CSGO gezockt hat, aber an diese Waffe hier kann ich mich nicht erinnern. Tata, kill you no man, Tata. Kill you no man, Tata. Kill you no man, Tata.
Scheiße, ist das random, Mann. Wer kam auf diese Idee? Und wo bekomme ich das Update her? Ich glaube, damit hat man 100% Zieltreffer. Okay, macht euch bereit für einen krassen Kurzfilm. Hollywood bekommt gerade Angst. Endlich gibt es ernstzunehmende Konkurrenz in der Filmindustrie. Wer gibt mir diese halbe Minute meiner Lebenszeit wieder zurück? Hä? Hä? Wer? Richtig, niemand! Nee, Spaß beiseite. Jungs, danke auf jeden Fall für diesen geilen Film. Das ist das nächste, was ich mir reinziehen werde bei Netflix and Chill. Original, das passiert halt, wenn man das erste Mal die Editor-Funktion auf TikTok entdeckt. Einfach irgendwas entsteht ohne Sinn. Nee, geile Schauspielleistung. Wirklich, 10 von 10. Bei den nächsten Personen frage ich mich wirklich, wie dumm seid ihr eigentlich? Wieso tut ihr das? Warum seid ihr so doof? Hold on for a second. Okay, get off. Ey, ich hatte vor sowas immer ultra Paranoia, als ich ein kleines Kind war. Ja, super, ne? Da haben wir jetzt den Salat. Klasse. No, get off. Please. Ja, kleiner Plot-Twist. Sie kam nie wieder davon los und sie hängt noch bis heute dran. Genauso wie der hier. When he gets his tongue stuck on a homemade coke ice pop. What the f***? Was wurde dir da für ein Eis verkauft? Wo haben die das Eis hergeholt? Direkt straight up vom Nordpol. Wie kann das Eis so kalt sein, dass deine Zunge dran stecken bleibt, wenn du es lecken willst? Ey, ich würde das wirklich mit Kusshand annehmen, ne? Ich würde den Eisladen verklagen, dann ein paar hunderttausend mir in die Tasche stecken und mir ein schönes Leben machen. Genau so macht man das nämlich. I worked 5 days for it. Oha, das ist wirklich ein starkes Kunstwerk aus Sand. Damn. Und man sieht auf jeden Fall, der Bree hat wirklich viel Arbeit und Liebe reingesteckt. 5 Tage, ne? Das war auch der Zeitraum, wo ich bei meinem neuen Job geblieben bin, bis ich dann keinen Bock mehr hatte und einfach nicht mehr hingegangen bin. Ja, Bruder, das war's auch. Lass los. Was hast du da noch versucht zu retten? Alles für den Arsch. 5 Tage Arbeit umsonst. Ich würde mich gescampt von meinem Leben vorkommen. Und achtet mal auf diesen einen Sandmännchen da. Am Anfang war doch alles normal. Und da geht's dem gar nicht mehr gut. Und wisst ihr, wem es tatsächlich auch nicht mehr gut geht? Dieser Frau. Sie sippt dort an einer Sprite und macht diese Nicht-Rülpsen-Challenge. Man muss halt eine volle Flasche Sprite trinken, ohne zu rülpsen. Und wir schauen uns mal an, wie sie das so gemeistert hat. I can't do it no more. Oha, die platzt gleich. Man sieht in ihrem Blick, dass alles gerade so kurz vor einer Eskalation steht. I can't do it no more. Was geht denn ab? Das ist ein Exorzismus. Die wird gerade befreit von ihren Dämonen. Okay. Haben wir uns beruhigt, ja? Du hast die Challenge leider verkackt. Hast du irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Gut, alles klar. Danke. Hat das jetzt auch jeder hier verstanden? Super. Er wollte nur ganz entspannt in der Pause an seinem Handy spielen. Doch dort kommt was geflogen. Okay, und er holt aus. Ah, du hast echt reingeschissen. My roommate wanted to do renovations. Okay.
Okay, sie hängt jetzt einfach eine Hängematte auf. Krasse Renovierung, wirklich, ich sag dir ehrlich. Das gesamte Zimmer ist gefickt. Bruder, das ist total Schaden. Ihr ist das Safe so richtig unangenehm. Sie wollte nur neue Hängematte und hat stattdessen Hängebett bekommen, was wirklich kurz vorm Abgrund steht. Neues Design bekommt aber ehrlich 10 Punkte von mir. Sieht besser aus als mein Zimmer. Ach ja, das hier ist übrigens mein Zimmer. Wie gefällt's euch so? Ich fühle mich wohl hier. Ja, Freunde, und damit, ich danke mal wieder fürs Zuschauen. Bei 3 Likes auf diesem Video mache ich Face Reveal. Spaß. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.